Dmitri Glukhovsky ist russischer Autor, schreibt Dystopien über sein Heimatland. Er verurteilt den Angriff auf die Ukraine, die Propaganda des Kremls und Wladimir Putin. Doch diese Kritik ist gefährlich für ihn geworden. Darum hat er Russland verlassen und lebt jetzt irgendwo in Europa im Exil. Im Gespräch mit T-Online erzählt er von seinem Bruch mit der Heimat. Nach Russland einreisen kann Dmitri Glukhovsky seit Beginn des Ukraine-Krieges nicht mehr, denn dort steht er auf einer Fahndungsliste. Jetzt gerade läuft der Prozess so gegen mich in Moskau, wobei ich mit Verbreitung falscher Nachrichten über die russische Armee beschuldigt bin. Und das bedeutet, dass als sie mich schuldig finden, und natürlich finden sie mich schuldig, kriege ich in Abwesenheit bis zum 15 Jahren in Gefängnis. Was das für mich bedeutet, ist, dass ich nicht zurück nach Russland kehren darf und auch nicht nach ex-sowjetischen Republiken wie Usbekistan, Kasachstan, Belarus und so weiter. Aber vielleicht auch nicht nach den Ländern, die mit Russland Auslieferungsabkommen haben, wie zum Beispiel Thailand oder Indonesien. Bali für mich ist leider jetzt verboten und so weiter. Der Autor muss sich jetzt nach russischem Gesetz selbst als ausländischer Agent bezeichnen und ihm werden nach und nach alle Einkommensquellen entzogen. Eine perfide Strafe der russischen Regierung. Die Spielregeln ändern sich sehr, sehr schnell. Ne? Vor 2 Jahren konnte ich immer noch die Regierung und Wladimir Putins Regime offen kritisieren und habe nichts, also keine Bedrohung dafür gekriegt. Also da war eine administrative Ermittlung, eine administrative Sache, aber nichts Strafliches. Ja, aber seit dem Anfang des Krieges, eine einzige Stimme, die gegen den Krieg geht, ist schon, so wird schon vom Regime als eine potenzielle Bedrohung betrachtet. Und vorher, vor dem Anfang des Krieges, war Russland immer noch so ein autoritärer Staat. Jetzt ist Russland eine Diktatur. In einer Diktatur darf man überhaupt keine Gegenstimme haben. Die staatlichen Bibliotheken in Russland nahmen seine Bücher deshalb aus dem Sortiment. Doch Glukhovsky findet Alternativen. Seine Geschichten stellt er in russischer Sprache kostenlos auf seinem Telegram-Kanal zur Verfügung. So will er auch weiterhin seine Botschaft verbreiten, die Wahrheit über Putins Regime. Denn die habe Glukhovsky schon vor 2 Jahrzehnten in seinem Beruf als politischer Journalist beobachten können, erzählt er. Ab 2005 hat er 2 Jahre bei Russia Today gearbeitet, einem Fernsehsender, der heute wesentlich zur Kreml-Propaganda beiträgt. Am Anfang wurde Russia Today als ein, ich würde nicht sagen ein freies Medium, das würde nicht wahr sein, aber es war vom Staat erschaffen, um zu zeigen, dass wir in Russland auch Redefreiheit haben. Also ich persönlich damals hatte keine Gewissenheitsbissen deswegen, weil ich frei war, so am meisten, ja, und konnte mit denselben Prinzipien als bei meiner Arbeit bei Euronews. Das wurde alles wirklich nach 2014 aufgebaut. Aber damals war ich schon 7 Jahre als Journalist nicht mehr tätig. Und natürlich verstehe ich besser, wie genau Propaganda tatsächlich funktioniert. Und dann auch mein Verständnis von den Prinzipien, auf denen Medien in Russland überhaupt funktionieren, war bei meiner derzeitigen Tätigkeit sehr hilfreich und ist immer noch sehr hilfreich. Ich kann das besser verstehen, ich kann die Motivationen verstehen, ich kenne die Leute, die dort arbeiten, ich konnte die Evolution ihrer Meinungen folgen und das ist natürlich jetzt sehr hilfreich. Seine Einblicke in die Kreml-Politik veranlassten Glukhovsky auch dazu, seine Trilogie Metro zu veröffentlichen, die ihn in den 2000er Jahren bekannt machte. Der fiktive Plot spielt in Moskauer U-Bahnhöfen. Er beschreibt die Auswirkungen eines Atomschlags auf Russland. Vor einigen Tagen ist nun sein neuestes Werk erschienen: Outpost, der Aufbruch. Darin wird Russland von einem Zaren regiert, der das zerstörte Reich gewalttätig wiedervereinen will. Gleichzeitig grassiert eine Sprachseuche, die Menschen zu Mördern macht. Eine Metapher für Propaganda, stellt der Schriftsteller klar. Das Buch habe ich schon vor Jahren ausgedacht und erstmal in Russland ist er vor 3 Jahren erschienen.
Das bedeutet vor ein Jahr, ein gutes Jahr vor dem Krieg. Und er beschreibt natürlich ganz genau die Auswirkungen von Hasspropaganda, von Hassrede, die vom russischen Fernsehen, in russischen Medien zu ganz möglich und gesetzlich geworden ist. Ich meine, dass also die große Gefahr hier ist, dass diese große Böse, die du als ein Machthaber in die Welt loslässt, sogar nach deinem Tod und sogar nach deinem Tod deines Nachfolgers, wird hier in der Luft immer noch bleiben und wird diese Welt weiter vergiften. Und ohne Therapie geht's nicht weg. Eine Art Vorahnung der Geschehnisse in Russland und des Überfalls auf die Ukraine? Nein, meint Lukowski, er habe einfach nur frühzeitig genau hingesehen und sich eine eigene Meinung gebildet.